ist das Lieblingsauto der Deutschen, der VW Golf. Die neueste Generation mit der Nummer 8 ist bereits auf den Straßen unterwegs. Allerdings noch nicht als Kombi oder Variant, wie es bei VW heißt. Doch der Autobild-Illustrator ermöglicht uns einen ersten Blick auf den zukünftigen Golf-Variant. Traditionell bietet der Kombi familientaugliche Platzverhältnisse. Das gilt natürlich gerade für das größere Kofferraumvolumen. Beim Vorgänger sind es 605 Liter. Beim Golf 8-Variant wird dieser Wert ähnlich ausfallen. Beim Design bleibt es bis zur B-Säule gleich. Die Grundform erinnert am Heck zwar zugegebenermaßen etwas an den Golf 7-Variant, aber in Golf 8-Manier wird es etwas eckiger. Für die Aerodynamik gibt es einen Dachkantenspoiler. Unter der Haube finden die Motoren aus dem Schrägheck-Golf Platz. Dazu gehören die bekannten 1.5 TSI-Motoren mit 130 bzw. 150 PS sowie der ebenfalls 150 PS starke Mild-Hybrid. Zudem dürften Variantkäufer mit einem 2-Liter TDI mit 150 PS rechnen. Wie es mit einer Sonderversion, zum Beispiel einem Golf Alltrack oder dem Topmodell, dem Golf R, in einer Kombi-Variante aussieht, bleibt abzuwarten. Marktstart für den Kombi-Golf dürfte noch im Herbst 2020 sein. Preislich sollte sich nicht allzu viel ändern. Autobild rechnet mit einem Einstiegspreis von rund 22.000 Euro.